kann mich erinnern, als ich meinen allerersten Vortrag gehalten habe. Und da ging es um das Thema Umsetzung. Und ich habe mich einigermaßen vorbereitet. Nicht richtig, aber so einigermaßen. Mein Gefühl sagte, ich bin da ganz gut vorbereitet. Und dann ging es in den Vortrag. Und das erste große Ding, was ich damit auf den Weg geben möchte, ist, bereite dich vor. Die Vorbereitung auf den Vortrag ist die halbe Miete. Wenn du das nicht getan hast, dann ist Folgendes. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du einen Vortrag halten kannst. Du kannst einen Vortrag auswendig lernen und den auswendig vortragen. Du kannst einen Vortrag aber auch als Stegreifrede vollführen, sage ich mal. Ja? Beides hat seine Vor- und Nachteile. Bei mir war das eine Stegreifrede, die ich vorbereitet habe, und ich habe natürlich eine gewisse Struktur gehabt. Aber bei der Stegreifrede kann es passieren, dass du dich verläufst und dass du nicht auf den Punkt kommst. Und du hast natürlich bei einem Vortrag eine gewisse Zeit, die dir zur Verfügung steht. Und bei mir war das so, dass ich irgendwann in diesem ersten Teil der Umsetzung irgendwann mal in den Bereich gekommen bin und wollte ein Beispiel bringen, der auf einmal kam, und damals habe ich locker 20, 30 Kilo mehr auf den Rippen gehabt. Und das Beispiel, was ich gebracht habe, war Abnehmen. Diät halten. Jetzt darfst du dir natürlich denken, was das Publikum in dem Moment von mir gedacht hat, als ich über das Thema Umsetzung gesprochen habe. Aber jemand da vorne stand, der im Bereich gesunde Ernährung mal komplett das falsche Vorbild war. Das heißt, keine Sau hat mir mehr zugehört. Eher das Gegenteil. Die Leute sind aufgestanden und haben den Raum verlassen. Was will ich dir damit sagen? Also, No-Go Nummer 1 ist keine Vorbereitung. Daher bereite dich auf den Vortrag vor. Wenn du jemand bist, der einen Vortrag auswendig lernt, dann lerne den so lange auswendig, dass du, wenn du im Wohnzimmer stehst, der Fernseher volle Lautstärke ist, die Kinder rumrennen, deine Freunde rumrennen, das Telefon klingelt, keine Ahnung, du trotzdem den Vortrag aus dem FF bringen kannst. Wenn du jemand bist, der eher mehr der ist, der intuitiv eine Stegreifrede hält, auch hier ist es wichtig, dass du eine gewisse Struktur hast in deinem Vortrag, einen gewissen Weg, wo du dich immer wieder zurückorientieren kannst, solltest du mal den Faden verlieren oder einen Blackout bekommen. Also ganz wichtig ist die Vorbereitung. Was auch ein ganz großes No-Go ist, und das ist das, was momentan wirklich in der Public-Speaking-Szene gerade passiert, ist, dass wir einige Redner haben, Rednerinnen haben auf Bühnen, die, wie soll ich sagen, eher darüber sprechen, wie geil sie sind, wie groß sie sind, wie top sie sind, was für tolle Erfolge sie alle haben. Und dadurch, dass du viel zu viel bei dir bist, viel zu viel dein Ego spricht, die Gefahr darin besteht, dass du dein Publikum verlierst. Und das schneller, als du glaubst. Und wenn du das Publikum verloren hast, wird es schwierig, es wieder zu gewinnen. Also was solltest du tun? Hör auf, in der Ich-Form zu sprechen. Lade dein Publikum ein, indem du interaktiv bist mit dem Publikum. Indem du das Wort Ich aus deinem Vokabular streichst und es ersetzt gegen ein Du. Also anstatt zu sagen, ich bin der Geilste, Größte, Beste, Tollste, weil ich die geilsten Erfolge geschaffen habe, dreh es um und sag, stell dir mal vor, du bist derjenige, der sich auf den Weg gemacht hat und folgende Erfolge erzielt hat. Wie würde sich das für dich anfühlen? Wie wäre das für dich? Was würden die anderen von dir denken und von dir halten? Und jetzt passiert Folgendes. Dein Publikum ist automatisch in deiner Geschichte. Also, wenn du auf die Bühne gehst, mach dein Ego klein, ja, mach dich klein, damit dein Publikum groß wird. Und das dritte große Thema, was ich dir mit auf den Weg gebe, und das ist im Endeffekt die Geheimwaffe, warum 10-12% der Public Speaker wirklich, wirklich erfolgreich sind und volle Auftragsbücher haben. Und das ist Verletzbarkeit zu zeigen, Verletzbarkeit zu leben auf der Bühne. Ja? Also wenn du deine Geschichten erzählst, wenn du deine Inhalte hast und die Emotion kommt hoch von Wut oder die Emotion kommt hoch von Traurigsein oder auch von Euphorie, dann lebe es auf der Bühne. Denn das, was Menschen bewegt, sind nicht die Zahlen, Daten, Fakten. Das, was Menschen bewegt, sind die Emotionen, die du transportierst. Und wenn deine Worte im Einklang mit der Emotion ist und du da kannst das Spiel, also Spiel in dem Fall, dass du es leben kannst, zeigen kannst, dann wirst du sehen, dass Menschen von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde voll und ganz bei dir sind. Und wenn du jemand bist, der gerade dabei ist, einen Vortrag zu konzipieren oder zu schreiben, hey, dann schreib mal hier in die Kommentare, was momentan
deine größte Herausforderung dabei ist. Und ich würde mich freuen, dich dabei zu unterstützen. In diesem Sinne, dein Lorenzo.